Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Emma Randi, ich gehe in die 5. Klasse und ich habe das Thema Meine Rechte, Deine Rechte, Unsere Zukunft gewählt. Oder auf Schwedisch, Mina Rättigheter, Dina Rättigheter, Vår Framtid. Shorts statt Bikinis, Geldstrafe für norwegische Beachhandballerinnen. Eller, Norska Beachhandballsdamerna trotzade Klädreglerna i sista matchen, straffas med böter. So titelten im Juli dieses Jahres eine schwedische und eine deutschsprachige Zeitung. Die Spielerinnen der norwegischen Beachhandball-Nationalmannschaft mussten eine Geldstrafe von 1.500 Euro zahlen. Denn sie hatten bei der Europameisterschaft statt knappe Bikinihöschen etwas längere Shorts getragen. Eine meiner großen Leidenschaften ist das Segeln. Jeden Sommer aufs Neue arbeite ich in Schweden bei einer kleinen Segelschule. Jag själv gillar att segla. Jag började för några år sedan och lärde märke till att det är väldigt många unga tjejer som är förtjusta i segling. I nybörjarkurserna är det ofta fler tjejer än killar. Men om man tittar på tävlingar på elitnivå, var är kvinnorna då? Jag ville veta vad framgångsrika idrottstjejer själva tycker och kontaktade henne på Instagram. Bland annat fick jag ett svar av Nina Curtis som är seglare på den australiensiska SailGP-båten. Diese Eliteseglerin, die mir auf meine Anfrage hin netterweise geantwortet hat, beschrieb ihre Sichtweise folgendermaßen. Es gibt eine große, geschlechterspezifische Kluft im bezahlten professionellen Segeln. Dies hat einen Teufelskreis geschaffen. Es gibt keine Jobs für professionelle Seglerinnen, daher verlieren wir mehr Seglerinnen, haben mehr und früher Aussteigerinnen, nicht das gleiche Erfahrungsniveau und nicht dieselben Fähigkeiten. Dies führt dazu, dass die Seglerinnen berufliche Möglichkeiten an Männer verlieren, weil sie nicht über dieselben Fähigkeiten im Hochleistungssegeln verfügen. Das sind nur zwei konkrete Beispiele für viele der Angelegenheiten, die mich stören, die mich immer wieder ärgern, die mich empören. Det är saker som jag grälar om med min bror. Att jag måste göra en kurs i självförsvar och vara försiktig med vad jag får ta på mig. Dass ich Angst haben muss, wenn ich am Abend bei Dunkelheit alleine durch die Stadt gehe und mein Bruder nicht. Dann sollten nicht junge und alte Männer lernen, sich zu beherrschen, anstatt dass die darauf achten müssen, wie wir uns kleiden, um nicht sexualisiert zu werden? Soll es nicht eine Selbstverständlichkeit sein, dass Männer wie Donald Trump, die sich nicht beherrschen können, wenn sie eine Frau im Rock sehen, nicht über ein Land herrschen dürfen? Soll es nicht eine Selbstverständlichkeit sein, dass diese Art von Männern nicht gewählt wird? Schon gar nicht von Frauen? Som Taylor Swift sjunger i en låt. Jag är så trött på att springa så fort jag kan och undra om jag skulle komma dit snabbare om jag var en man. Men å andra sidan, jag var på ett föredrag som organisationen Young Caritas erbjöd. Den handlade om kvinnor på flykt och deras utsatta situation. Där fick jag veta hur farligt läget för kvinnor i vissa andra länder verkligen är. Och sedan tänkte jag på mina problem. Jag sitter här och är arg över att jag inte kan komma lika långt i segling. Kvinnor på flykt blir våldtagna. Kvinnor i Sudan och Somalia blir könsstympade och mördade när de gör uppror. Eine Flüchtlingsbetreuerin erzählte nach dem Vortrag der Young Caritas über Frauen auf der Flucht, dass diese Frauen nach den brutalen Eingriffen, bei denen ihre Genitalien verstümmelt werden, oft ihr Leben lang unter schrecklichen Schmerzen leiden. Bei den Interviews fällt es ihnen schwer, still zu sitzen. Sie haben ständig Harnwegsinfekte und an der Klinik in Innsbruck gibt es mittlerweile eine Chirurgin, die darauf spezialisiert ist, die Leiden dieser Frauen ein wenig zu lindern. Aber nicht nur in Somalia und im Sudan, sondern auch in Afghanistan werden die Rechte der Frauen mit Füßen getreten. Sommaren 2021 inledde talibanerna en stor offensiv i Afghanistan. Efter att de amerikanska trupperna hade dragit sig tillbaka den 16 augusti tog talibanerna helt över landet. Situationen har blivit värre för alla, men för Afghanistans kvinnor och flickor innebär det här en katastrof. Slutet på deras frihet och framtidsdrömmar. Die Situation für afghanische Mädchen und Frauen hat sich durch die Machtübernahme der Taliban also drastisch verschlechtert. Trotzdem weigerte und weigert sich die österreichische Regierung und vor allem die ÖVP vehement, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Österreich habe seinen Beitrag bereits geleistet, hieß es. In Österreich gäbe es eine größere afghanische Community als in den meisten Ländern in der EU. Österreich weigerte till och med att ta emot Amira Kariman, en afghansk astronom, som hade lovats ett forskningsstipendium.
en enda välutbildad kvinna som valdes till en av de 100 mest inspirerande kvinnor i världen av BBC. Hon skulle ha läst i Wien, men nu var det Tyskland som släppte in henne. Vilket pinsamt agerande av Österrike. Letzten Sonntag fand in Innsbruck eine Demonstration unter dem Motto Grenzen töten statt. In einem Redebeitrag sprach eine afghanische Frau über die Lage für Kinder und Frauen in ihrem Land. Und obwohl sie nur gebrochenes Deutsch sprach, verstanden wir alle, wie schlecht es ihr ging. Es schmerzt in meinem Herzen, sagte sie immer wieder in einem Versuch, uns verständlich zu machen, wie schlecht es Frauen in Afghanistan gehe. Viele Frauen können nicht mehr zurück an ihren Arbeitsplatz. Die meisten weiterführenden Schulen für Mädchen sind geschlossen. Straßenproteste von Aktivistinnen wurden gewaltsam unterdrückt. Ist es also legitim, dass ich hier sitze und mir den Kopf über vergleichsweise unbedeutende Ungerechtigkeiten zerbreche? Über Lappalien? Svaret på denna frågan är ja. Det spelar ingen roll hur liten orättvisan är. Det är bra om vi är medvetna om att orättvisor för kvinnor i andra länder är mycket, mycket värre. Men jag tycker ändå att det är viktigt att kämpa mot små och stora orättvisor. Både i vår närmaste omgivning här i Europa och i västvärlden, men även i andra länder, i fjärran, där situationen är mycket värre. Så länge det fortfarande finns orättvisor kommer vi fortsätta att kämpa. Es ist mir bewusst, dass es Frauen gibt, die viel dringender Hilfe benötigen. Dass es Frauen gibt, die nicht selbst entscheiden dürfen, ob und wann sie ein Kind zur Welt bringen. Welchen Beruf sie ausüben dürfen, wie sie sich kleiden, wann und wen sie heiraten wollen und noch so vieles mehr. Mit dieser Rede setze ich mich ein. Für die Frauen da draußen, die tagtäglich miterleben müssen, wie sie diskriminiert, unterdrückt und sexuell misshandelt werden. Aber auch für mich selbst und meine Rechte. Damit meine Tochter keine Angst mehr haben muss, am Abend alleine nach Hause zu gehen. Jag avslutar med ett citat av Michelle Obama. Als Frauen müssen wir für uns selbst einstehen. Als Frauen müssen wir füreinander aufstehen. Als Frauen müssen wir uns für die Gerechtigkeit für alle einsetzen. Som kvinnor måste vi stå upp för oss själva. Som kvinnor måste vi stå upp för varandra. Som kvinnor måste vi stå upp för rättvisa för alla. Vielen Dank.